Ich leite die Funktion ab, Strich von x, ich habe eine Kettenregel, die Außenfunktion ist die Wurzel, die Innenfunktion ist dieses Dings. Wurzel abgeleitet ist 1 durch 2 Wurzel, also jetzt habe ich die da so abgeleitet, genau, weil Wurzel x ist ja x hoch 1 halb und wenn ich das ableite, kriege ich 1 halb x hoch minus 1 halb und das ist 1 durch 2 Wurzel. So, und jetzt dann einfach so hinschreiben. 1 plus Sinus von x Quadrat, ja, also das Grüne unabgeleitet, jetzt mal nachdifferenzieren. 1 abgeleitet fällt weg, ja, also 0 plus Cosinus. Und jetzt habe ich an der Stelle wieder eine Kettenregel, Kette in der Kette. Ja. Also Sinus von x Quadrat, der ist da drin. So. Wenn ich den ableite, gibt es Cosinus von das Innere stehen lassen. Ja, so. Mal nachdifferenzieren, x Quadrat abgeleitet gibt 2x. Und das brauche ich jetzt hier an der Stelle. Also Cosinus von x Quadrat mal 2x. Jetzt bin ich eigentlich fertig. Ja, ich kann es noch schöner machen. Ich schreibe das dann hoch. Also ich habe hier 2 Wurzel aus 1 plus Sinus von x Quadrat. Und dann den Cosinus 2x Cosinus von x Quadrat. Und dann kürzt sich der 2er noch weg. Aber dann ist es zu Ende. Mehr kann man hier nicht machen.